Moin Leute, was geht? Da bin ich wieder, euer André oder auch Xerox und heute wieder zurück mit einem neuen Multiversus-Video. Heute soll es darum gehen, welche Perks sind denn die besten im Spiel? Ich bin ja schon viel, viel rumgekommen bei dem Spiel. Ich habe schon über 100 Stunden und habe dann für mich entschieden, welche Perks so relativ gut sind. Und die werde ich euch jetzt zeigen. Wichtig Leute, nicht vergessen, ich bin noch regelmäßig live auf Twitch mit dem heftigen Multiversus Grind. Schaut gern vorbei, Link in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, let's go. Wie ihr sehen könnt, habe ich mit Batman mir alle Vorteile schon gekauft. Das bedeutet, wir können hier ganz entspannt die Sachen mal durchgehen. Allerdings werde ich euch nur die Perks empfehlen, wo ich der Meinung bin, yo, das sind die besten momentan. Es kommen auf jeden Fall in Zukunft noch mehr Perks dazu, da bin ich mir ziemlich sicher. Aktuell haben wir ja nur eine gewisse Spanne von Perks. Mal gucken, was noch kommt. Aber die Perks, wo ich der Meinung bin, das sind jetzt momentan die besten, werde ich euch jetzt vorstellen. So ziemlich das beste Perk momentan im Spiel, meiner Meinung, ist der Dreifachsprung. Dreifachsprung, dein Team erhält einen Extrasprung, nachdem ein Gegner in der Luft getroffen wurde. Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr seid im Eifer des Gefechts, ihr trefft den Gegner in der Luft, könnt den Gegner nochmal treffen, indem ihr nochmal springt. Und wenn ihr sowieso schon weit oben an der Blast Zone seid, könnt ihr direkt den Gegner raushauen. So mache ich das hin und wieder mal mit Batman, dass ich einfach einen Uppercut setze, dann eine Up-Air, danach noch einen Uppercut und dann noch eine Up-Air. Oder halt mit Aria, ne, ihre Kombos. Das ist einfach insane. Also, und das Heftige an der ganzen Geschichte ist, immer einen Extrasprung, wenn dein Verbündeter ebenfalls einen Vorteil hat. Das bedeutet, wenn euer Verbündeter dieses Perk auch drin hat, habt ihr, auch wenn den Gegner nicht trefft, immer einen Extrasprung. Das ist einfach meiner Meinung nach der stärkste Vorteil in dem Game, der Dreifachsprung. Probiert's aus, es lohnt sich. Als nächstes haben wir Kaffeziella. Warum? Ganz einfach, viele Charaktere haben eine Abklingzeit. Und es ist ziemlich einfach und simpel zu erklären, dass man am liebsten, so schnell es geht, seine Fähigkeiten wieder haben möchte. Wie funktioniert das? Ganz einfach, dein Team erhält eine um 10 reduzierte Ablenkzeit für Fähigkeiten. Ne? Und wenn euer Verbündeter das drin hat, bekommt ihr sogar 15% Reduzierung. Und somit habt ihr natürlich etwas schnelleren Zugriff wieder auf eure Fähigkeiten, gerade auch für Batman oder diverse andere Charaktere. Ist es ein ganz guter Perk, da ihr halt, wie gesagt, schnell wieder etwas schneller Zugriff auf eure Fähigkeiten bekommt. Und ja. So, das dritte Perk, was ich euch empfehlen kann, ist Tasmanische Trigonometrie. Viele von euch haben mich immer gefragt, wie ist denn das geklärt? Wenn ich getroffen werde, fliege ich dann weniger weg oder kann man die Gegner eher weiter wegschleudern, wenn man die getroffen hat? Und nein, es ist so geklärt, dein Team erhält 15% erhöhte Standard-Rückstoß-Influenz. Bedeutet, wenn ihr selbst getroffen werdet, ist es schwerer, euch rauszuhauen etwas. Also wirklich um 15%. Wenn euer Teammate allerdings dieses Perk auch noch drin hat, dann habt ihr sogar 25%. Und ich sag euch, es ist ultra stark, denn damit kann man noch unfassbar krasse Comebacks hinlegen. Gerade wenn ihr im Team seid und auch euer Teammate dieses Perk drin hat. Weil ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr getroffen werdet und bei 25% ist das schon sehr schwer, euch rauszuhauen. Und wenn ihr dann noch ein Team habt wie Superman oder Giant, na, dann wisst ihr Bescheid, ne? Das ist schon ziemlich hart. Also es ist auch meiner Meinung nach einer der besten Perks. So, das nächste Perk, was wir haben, ist Pummeliger Allschlag. Warum? Dein Team fügt 5% erhöhten Schaden durch Nahkampfangriffe in der Luft aus. Das bedeutet, alle Angriffe, die ihr in der Luft trefft, werden um 5% erhöht. Also der Schaden wird da um 5% erhöht. Wenn euer Teammate das drin hat, habt ihr sogar 10% erhöhten Schaden. Warum ist dieses Perk gut? Ganz einfach, weil das den gesamten Nahkampfbereich in der Luft abdeckt. Gewisse andere Perks wie Stählender Schlagkraft, dein Team fügt 5% erhöhten Schaden mit Angriffen zu, die Gegner horizontal zurückstoßen. Also man muss sagen, das ist wirklich so ein Allrounder, sodass er in der Luft immer 5% erhöhten Schaden macht.
Natürlich kommt es auch so ein bisschen darauf an, wie euer Kampfstil ist. Wenn ihr natürlich sehr viel am Boden kämpft, dann macht dieses Perk nicht so viel Sinn. Aber da, dass ich zum Beispiel sehr viel in der Luft kämpfe, macht natürlich für mich dieses Perk sehr, sehr viel Sinn. Als nächstes haben wir den Schneeballeffekt. Dein Team fügt dem Kämpfer mit dem höchsten Schaden 7% erhöhten Schaden zu. Das bedeutet, wenn ein Gegner den höchsten Schaden hat, bekommt er, wenn er dann getroffen wird, nochmal 7% Schaden drauf. Für alles. Das darf man nicht vergessen. Und wenn euer Teammate dieses Perk auch drin hat, bekommt ihr sogar 15%. Das ist einfach krass. Denn ich sag euch, wie es ist, das könnte das beste offensive Perk sein überhaupt. Denn der Schneeballeffekt ballert ja den, der sowieso schon eine Menge hat, noch mehr Schaden rein, sodass er eigentlich relativ schnell rausfliegen sollte. Dieses Perk ist ziemlich stark, gerade wenn man Teams spielt und das Teammate das auch drin hat. So, das nächste Perk, was ich euch vorstelle, ist, da geht noch mehr. Dein Team fügt 5% erhöhten Schaden zu, wenn sie vom Debuff betroffene Gegner treffen. Was ist denn ein Debuff? Also, ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ich zum Beispiel Batman treffe, dann haben die Gegner ja sozusagen ein geschwächtes Debuff. Also, manche Charaktere können ja auf andere Charaktere verschiedene Effekte auslösen, wie zum Beispiel, ihr könnt das auch nachsehen, unter Glossar, und zwar, ich glaube, Modifikatoren ist das zum Beispiel Rüstung, Blase, gesäubert. Also, da seht ihr auch immer genau, was das ungefähr ist. Und zum Beispiel bei Batman, wenn ich damit treffe, ist er geschwächt, der Gegner. Und dann ist es sozusagen ein Debuff. Dadurch, wenn ihr sowieso Charaktere habt, die den Gegner ständig Debuffs auf den Nacken drückt, könnt ihr natürlich noch 5% erhöhten Schaden draufknüppeln. Genauso, wenn euer Teammate das hat, nochmal 10% Schaden. So, das nächste Perk, was ich euch vorstellen möchte, ist Elastizität eines Tuns. Dein Team erhält eine 20% reduzierte Wand- und Bodenabprallgeschwindigkeit. Gerade solche wundervollen Stages wie das Scooby-Schloss, wo man sowieso den ganzen Tag irgendwie nur hin und her geballert wird, ist natürlich dieses Perk richtig, richtig gut. Denn wenn ihr irgendwo gegenknallt, wird eure Bodenabprallgeschwindigkeit um 20% reduziert und ihr steht schneller wieder auf den Beinen. Und alleine dieses Perk im Einzelnen hat schon 20%. Und wenn ihr ein Teammate habt, was dieses Perk auch ausgerüstet habt, habt ihr sogar 25% Reduzierung. So, das nächste Perk, was ich euch gerne vorstellen möchte, ist: Nochmal klappt das nicht. Dein Team erhält einen Projektilblock-Buff für 2 Sekunden, nachdem sie von einem Projektil zurückgestoßen wurden. Man kennt es, man spielt gegen Batman, man spielt gegen Renault, man spielt gegen Velma oder diverse andere Charaktere, die ganz viel Projektile ballern. Nun ja, dafür gibt es Abhilfe. Nämlich nochmal klappt das nicht. Damit habt ihr für 2 Sekunden einen Projektilblock, der euch dann vor Projektile an sich schützt. Wenn euer Teammate das drin hat, habt ihr sogar 4 Sekunden. Ja, natürlich kann euer Gegner dann auch einfach warten, bis dieses Schild wieder weg ist. Aber für die ersten 2 bis 4 Sekunden habt ihr natürlich die Möglichkeit, richtig stark in die Offensive dann zu gehen, wenn der Gegner halt viele Projektile spammt. Ja, um daran gleich anzuknüpfen, um der Sache noch ein wenig besser entgegenzuwirken, habt ihr sogar noch Absorbieren und Weiter. Dein Team erhält 7% der Abklingzeit der Fähigkeiten zurück, nachdem sie vom Projektilen zurückgestoßen wurden. Das bedeutet, ihr bekommt, wenn ihr Abklingzeiten auf eure Fähigkeiten habt, darauf eine 7%ige Reduzierung. Das bedeutet nochmal, eure Fähigkeiten sind 7% schneller wieder einsatzbereit, wenn ihr von Projektilen zurückgestoßen seid. Also, wenn ihr dieses Perk mit nochmal klappt das nicht kombiniert, dann habt ihr schon wirklich ziemlich viel gegen Projektile. Und wenn euer Teammate dieses noch mit reinnimmt, habt ihr sogar 15% Rückgabe. Also, das ist schon im defensiven Bereich schon ziemlich stark. Natürlich nur, wenn euer Gegner ziemlich viel Projektile ballert, ansonsten macht dieses Perk nicht so viel Sinn. Aber viele von euch haben ja gegen Projektile Probleme, da dachte ich mir, das passt ganz gut. Als nächstes haben wir noch ein Perk gegen Projektile und vielleicht sogar das allerbeste. Wir schauen mal rein, und zwar reiner Tisch. Dein Team zerstört gegnerische Projektile, nachdem es erfolgreich neutral dem Projektil ausgewichen ist.
Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel den Batarang von Batman ausweicht, dann wird dieses Projektil zerstört. Oder auch diverse andere Projektile. Also noch ein weiteres Perk, um gegen Projektilspammer vorzugehen. Also das ist schon ziemlich krass. Und jetzt kommt es, wenn euer Teammate dieses Perk mit drinne hat, dann werden diese Projektile nicht zerstört, sondern reflektiert das Projektil, wenn dein Verbündeter ebenfalls dieses Vorteil hat. Also, wenn ihr das im Team habt und gerade gegen Projektil-Spammer oder gegen Projektil-Charaktere antreten müsst, ist das wirklich eine gute, gute Option. So, als nächstes habe ich noch für euch schlüpfriger Kunde. Dein Team erhält ein 10% längeres Fenster für die Ausweichunverletzbarkeit. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn zum Beispiel mal wieder ein Bugs Bunny kommt, der mit der Up-Air versucht euch zu treffen, obwohl die Up-Air von Bugs Bunny ist OP, also lassen wir das, oder generell irgendwer versucht euch zu treffen, dann habt ihr ein geringes Zeitfenster, wo ihr nicht getroffen werdet, weil ihr dann Unverwundbarkeit habt. Und dieses Zeitfenster wird um 10% verlängert. Und wenn euer Teammate dieses drin hat, habt ihr sogar 15% verlängert. Das bedeutet im Umkehrschluss, euch zu treffen ist noch schwieriger als sowieso manchmal schon bei dem ganzen Ausweichen. Also da ist schlüpfriger Kunde schon ziemlich, ziemlich strong, weil Ausweichen ist nun mal in dem Spiel die Meta. Denn es gibt kein Blocken, es gibt kein Grab, es gibt an sich nur Ausweichen als Verteidigung und dadurch wird das Ausweichen im Großen und Ganzen noch mehr verstärkt. Im Großen und Ganzen geht es allerdings auch darum, was für Stärken und Schwächen euer Charakter hat. Wenn ihr jetzt natürlich Characters habt, die in der Luft relativ langsam sind, dann macht es vielleicht Sinn, auch den Luftakrobat mit reinzunehmen, damit ihr eine erhöhte Luftbeschleunigung habt. Oder dementsprechend, wenn ihr ein bisschen mehr Sprunggeschwindigkeit braucht, dann nehmt ihr natürlich in einem Sprung rein. Also ihr müsst halt gucken, was für Stärken haben eure Charaktere, was für Schwächen und dann versucht ihr natürlich mit den Perks die Schwächen so ein bisschen zu regulieren, damit das alles auf einem Level bleibt. Ich habe euch jetzt ein paar Perks gezeigt, die sehr, sehr stark sind und im Großen und Ganzen hoffe ich, dieses Video konnte euch weiterhelfen, ein paar Perks für euren Charakter zu finden. Viele haben ja immer auf Twitch gefragt, welche Perks soll ich reinnehmen? Was ist am besten und ich hoffe, dieses Video konnte euch weiterhelfen. Wie gesagt, Leute, ich bin regelmäßig live auf Twitch, schaut gerne vorbei, Link in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder auf Twitch. Bis dann, euer André oder auch Xerox. Ciao. Everyone knows parents never home, so that's